Hi mal wieder. Ja, ich bin hier gerade auf einer vereisten Straße. Also ich muss echt aufpassen. Ich will jetzt hier zum Stand kommen. Sehr rutschig. Und heute bei BikenTV das Thema. Ganz rutschige Passagen. Ich bin jetzt natürlich hier speziell beim Snowbike Festival in Gstaad in der Schweiz. Das heißt, da gehört zum Rennen eigentlich dazu, dass man viel rutschige Passagen hat. Aber auch zu Hause, sei es jetzt im Herbst auf Laub oder über Wurzeln, hat man das. Ich finde zum Beispiel auch recht häufig diese Passagen, wo man über eine Holzbrücke muss im Wald, die dann glitschig ist. Generell häufig rutschige Passagen auch bei uns ein Thema. Wie kann ich mich da verhalten, dass ich nicht stürze? Und ihr werdet merken, wie so häufig sind das zwei ganz wichtige Aspekte. Einmal natürlich die Fahrtechnik, was muss ich tun? Und aber auch der Kopf, das Mentale. Weil ihr wisst natürlich, diese selbsterfüllende Prophezeiung. Man sieht, es wird sehr, sehr gefährlich, was da kommt, sehr rutschig und man verkrampft schon, weil man schon vor geistigem Auge hat, wie man gleich wegrutscht, weil man vielleicht schon mal so eine Erfahrung gemacht hatte. Und durch die Verkrampftheit verbremst man sich, stürzt. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich möchte euch erstmal ein paar Tipps für die Fahrtechnik geben und dann auch erzählen, wie ihr euch daran rantasten könnt. Ganz wichtig, einmal kurz vor euer Material. Ich habe das schon häufig erlebt, Leute, die vielleicht ihr Leben lang schon Rad gefahren sind, früher vielleicht mehr auf Asphalt, sind auf dem Mountainbike, spielen schon ein bisschen mit dem Luftdruck, aber der Luftdruck in Reifen, der kann wirklich, auch wenn ihr wisst, ich habe jetzt sehr rutschige Verhältnisse im Wald, dass ihr speziell dafür nochmal was ablasst. Also da haben wir schon extrem gute Erfahrungen mitgemacht, auch im Bikecamp, wo Leute nachher gesagt haben, ey, ich hätte nie gedacht, dass die nassen Wurzeln so gut gehen, weil sie nicht noch mehr Luftdruck rausgelassen haben. Also mit dem Fatbike hier ist natürlich mehr möglich, aber auch die modernen Reifen, da könnt ihr richtig gut runtergehen. Ich fahre meistens so um 1,8 Bar und gehe noch tiefer, wenn es richtig, richtig rutschig ist. Das ist zum Material ganz, ganz wichtig. Und jetzt wisst ihr natürlich, typisch, ihr fahrt eine Passage und die Angst ist ja, dass das Vorderrad so abrupt wegrutscht. Und ihr wisst, sowohl von Lenkbewegung als auch von Bremsbewegung kann das schnell passieren. Deswegen, speziell wenn ihr seht, da kommt eine Eisplatte, eine nasse Holzrampe über einen Bach oder so oder sehr rutschiges Laub. Erstmal gucken, nicht bremsen und nicht lenken. Geradeaus fahren, die Bremsen offen lassen. Gucken, wann ist die Passage zu Ende und dann könnt ihr wieder die Bremsen benutzen, um eure Geschwindigkeit zu reduzieren. Das ist wirklich ganz wichtig. Die häufigsten Stürze, die da passieren, wenn jemand anfängt, groß zu lenken oder die Bremse betätigt. Gerade die vordere muss man dann wirklich weglassen. Weil wenn das Vorderrad wegschmiert, ist sofort Sturz. Das wisst ihr, das geht ganz, ganz schnell auch ins Krankenhaus. Wenn ich merke, es wird rutschig glatt, dann mache ich mich auch wieder ein bisschen kleiner. Das heißt, ich kriege mehr Stabilität durch die tiefe Haltung. Ganz wichtig, natürlich bleibt das Prinzip Körpergewicht schön auf den Pedalen, Füßen, am Lenker schön locker, dass das Rad, auch wenn es ein bisschen schwimmt oder sich ein bisschen bewegt, das machen kann, dass ihr nicht da so auf dem Lenker stützt. Das sind natürlich Basics, die wichtig sind. Ja, und dann ist es jetzt natürlich der Aspekt, was ich eben angekündigt habe, das Mentale, die Entschlossenheit. Die Sache ist, viele haben schon Stürze bei Glätte gehabt, die aus dem Nichts kamen. Und dann kann man das wirklich sagen, man hat ein kleines Trauma. Man hat sich da wirklich böse wehgetan. Muss ja keine schlimme Verletzung, aber dieser Aufprall, das tut echt weh. Und da ist es wichtig, wie kann ich mich jetzt rantasten? Das heißt, sucht mal bewusst Stellen, die schon rutschig sind, aber noch nicht killerrutschig, sondern Laub oder sowas, fahrt da rein, ihr merkt, es rutscht ein bisschen das Rad und ihr gewöhnt euch immer mehr daran, dass das dazugehört, dass das in eurem Repertoire drin ist, dass ihr nicht sofort in eine Panikzone kommt. Das ist herausfordernd, das ist eine Challenge, aber sobald man verkrampft aus Stress und Angst, dann wird es erst richtig gefährlich. Ihr müsst euch Schritt für Schritt daran herantasten. Ja, wenn ihr natürlich einen schönen Winter habt und ihr habt Schnee, könnt ihr es auch mal machen, weil wenn man dann doch stürzt, tut es nicht ganz so weh. Aber ihr wisst, Step by Step ist die Grundmethode. So, nochmal hier auf Eis unterwegs. Wenn ich schon weiß, die Wahrscheinlichkeit zu stürzen ist wirklich groß, bereite ich mich auch darauf vor, den Abstieg nach hinten zu meistern. Das kann wegwerfen das Rad sein oder auch kontrolliert. Aber ihr seht, auf den Beinen ist natürlich auch sehr rutschig. Da muss man auf jeden Fall ja, genau schauen, was der Untergrund bietet. Aber unbewusst und zum Teil manchmal bewusst mache ich das wirklich, dass ich mich auf einen baldigen Absturz auch bereit mache, weil es gibt Passagen, das kennt ihr aus den World Cup Aufnahmen von Profis, wo auch die Besten stürzen. Jetzt natürlich ein Punkt, ihr wisst hier beim Snowbike Festival ist man im alpinen Raum, wenn dann das Eis richtig krass wird oder vielleicht wohnt ihr in Bereichen Norddeutschland oder wo es auch vielleicht mal richtig kalte Winter hat, wo dann die
Fahrradwege, die Forstautobahnen richtige Eisplatten haben über den Winter, immer wieder. Dann macht es Sinn, sich Spikes dran zu machen. Die kann man sich kaufen oder halt selber basteln, aber da gebe ich dann keine Garantien. Und das macht auf jeden Fall sehr viel aus. Ich war einmal in einem Fatbike-Verleih in den Alpen. Da hatte der Verleiher an allen Reifen vorne Spikes, damit die Kunden nicht bei der ersten Ausfahrt sofort auf eine Eisplatte wegrutschen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es bei euch so bisher war. Hattet ihr da schon mal schlechte Erfahrungen? Habt ihr vielleicht einen Tipp, den ich jetzt vergessen habe zu nennen, wo ihr sagt, das bringt auf jeden Fall noch viel auf sehr rutschigen Passagen? Ja, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich danke euch für Zuschauen. Wenn es euch gefällt, wie es mit Biken TV Rad weitergeht, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann!